Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Programmiertutorial für den EV3. Und nächste Woche wird auch noch was für den NXT kommen. Und so wird es da um dieses nervige Klickgeräusch gehen, das es manchmal gibt, wenn man den updaten möchte und so weiter. Und da kann man ja auch relativ leicht in Panik geraten und so weiter und ziemliche Probleme bekommen. Aber das erst nächste Woche. Und diese Woche geht es relativ schnell darum, wie man zwei Sensoren mit dem EV3 verwenden kann. Und ich habe jetzt schon zwei Sensoren angeschlossen. Hier an Port 1 ist einer und an Port 2 ist einer. Man kann hier auch schon an der Kontrolle sehen, dass wenn ich hier auf eine Taste drücke, dass es dann richtig erkannt wird. Und das wollen wir jetzt eben auch im Programm so zeigen oder nutzen. Und dafür müssen wir erstmal wie immer eine Schleife machen. Und es gibt mindestens in textbasierenden Programmierarten viel schönere Wege, das Ganze hier zu machen. Ich habe keinen schöneren Weg in EV3G oder X3 gefunden als in dieser Software hier. Aber ich hoffe wirklich, dass es da einen besseren Weg gibt. Und dann brauchen wir auch erstmal ein paar Warten auf Blöcke. Diese Schleife können wir gleich ein bisschen größer machen. Dann kommt der Block hier ran. Ich hoffe mal, dass es gleich besser aussehen wird. Ja. Also das würde ich glaube dann hier parieren tun. Und das muss noch wieder angeschlossen werden. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Warten auf Blöcke. Und so müssen die, oder eigentlich brauchen wir nur zwei, weil ich nur zwei Sensoren habe. Und dann muss der hier auf den Berührungssensor vergleichen Zustand gestellt werden. Der muss auch noch angeschlossen werden. Berührungssensor vergleichen Zustand. Und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Sensoren ist eben, dass hier in unterschiedlichen Ports angeschlossen sind. Das heißt, bei dem kann ich zum Beispiel 1 angeben und hier dann 2. Und dann löst dieser Block hier eben nur aus, wenn der Berührungssensor an Port 1 gedrückt wird und dieser nur, wenn der Berührungssensor an Port 2 gedrückt wird. Und dann brauchen wir noch eine Bildschirmausgabe. Hier kann auch noch eine hin. Und das hier sollte, glaube ich, auch noch da wieder beendet werden. Obwohl, das geht, glaube ich, gar nicht. Naja. Es gibt sicherlich auch schönere Wege, das Ganze zu machen. Und dann können wir hier sagen, Touch 1, weil das ja an Port 1 ist. Und hier können wir dann den Text Touch 2 ausgeben. Nicht 22, sondern nur 2. Und so kann man eben zwei Berührungssensoren ansteuern. Und das ist damit dem Video. Danke fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich immer gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und auch bei irgendwelchen anderen Videoanregungen oder wenn du irgendwo nicht weiterkommst oder so, immer gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video.